fürs Experimentieren. Das heißt, ich mache mal eine neue Audiospur. Was muss man beachten, wenn man mit Vocals arbeitet? Es kommt ganz darauf an, was man will. Wir wollen es jetzt nicht im Sinne von Gesang mit Text, sondern wir wollen es im Sinne von einem Effekt. Also die Vocals sollen nur jetzt entweder einen rhythmischen Effekt ergeben oder einfach nur die Atmosphäre ein bisschen beeinflussen. Aber wir haben jetzt keinen klassischen, also Gesang im klassischen Sinne natürlich. Und dann dazu nehmen wir dann exhalierende Frauenstimmen. Naja, ich habe da zwei Aufnahmen. And that's going to be without words. Yeah. So the thing itself has to be. Das ist besonders gut. Ja, die Stimmen hole ich mir mal rein. Mhm. Eine Aufnahme von einer Vorlesung von euch. Genau. Also eine Vorlesung von deiner Uni, wo du warst. Das hast du aber aufgenommen und jetzt nimmst du das Vocal raus, ja? Genau. Okay. Das ist. Gibt da viele Möglichkeiten. Aber in dem Fall ist es so, ja. Man könnte sich auch irgendwo was rausschneiden. Mhm. Wenn man das dann dementsprechend bearbeitet, dass man es nicht mehr erkennt, dann ist das auch okay, weil ich meine, man kann nicht einfach von irgendwo was nehmen, das ist natürlich geht rechtlich nicht, auch wenn manche glauben, wenn es unter einer halben Sekunde oder so ist, aber ich glaube, das Recht besagt, dass man eigentlich gar nichts nehmen darf und das also vorher klären muss mit dem Recht der Inhaber. Es sei denn, es gibt auch keinen Wiedererkennungswert, ne? Das lässt sich überhaupt ja, es sei denn, es erkennt keiner, weil dann, also wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Und wenn es sowieso keiner erkennen kann, dass es überhaupt auf den Vocal zurückzuführen kann, was halt, ne? Ja, dann ist dann es sowieso. Wurst. Wurscht. Ich hab das jetzt mal irgendwie drüber gelegt und es passt zufällig. Es passt zufällig, das ist ja, echt, manchmal einfach der Fall. Ich finde, es passt. Naja, ein bisschen was müssen wir noch machen, aber so circa. Ich schnipsel das mal jetzt ein bisschen mehr zurecht und dann machen wir ein paar Effekte. Okay, es ist zu loopig jetzt noch. Da müssen wir ein paar Variationen reinbringen. Also ich benutze das jetzt auch, erstmal im Sinne von einem Loop. Okay, jetzt gefällt es mir doch nicht mehr so. Probieren wir weiter. Okay. Ja, ja, what did he have? Die hattet ihr von New Pony Samples, oder? Die hattet ihr von New Pony Samples, oder? Ich weiß nicht, was der E-Kreisel gemacht hat. Der E-Kreisel. Also ich bearbeite jetzt mal das Vocal Sample klangtechnisch, weil... Wobei der E-Kreisel jetzt halt auch eine Freundin hat, ne? Der guckt, glaube ich, nicht so viel Pornos. If we were amoeba, we'd respond to stimuli. Do amoeba single cell is next, sir. If we were amoeba, dann verändere ich die Tonhöhe. Ist geil, da musst du E-Mail schreiben, dann Affen das Limit. Ja. Musst du eine Geschichte ausdenken, warum? Ja, ich habe meinen dritten Laptop. Du bist noch der normale. Genau. Was machst du bei SoundCloud? Ich mache Freelancer dort. Also eigentlich studiere ich. Ich muss eigentlich studieren den ganzen Tag. Aber manchmal baue ich für die so Sachen. Jetzt, was ich gebaut habe, ist tracksonthemap.com. Das baut auf der API auf und dann kannst du auf einer Weltkarte sehen, wo Leute Tracks hochgeladen haben. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Musik aus Indonesien gehört habe. Und das war Techno und Trance. Ja, ne, Techno, ne, Globalisierung, ne? Ja, ja, ne, ja, ne, ja.
Oh oh, ich habe ihn gerade ein bisschen zu viel beansprucht, weil das Sample doch länger ist, als ich jetzt vermutet habe. Das hätte 40 Minuten gedauert, ich habe das abgebrochen. Und ich glaube, das hat ihm nicht gut getan. Ist er abgestürzt, meinst du? Ich weiß es noch nicht. Aber das ist doch unmöglich. Ich meine, das ist ein Macintosh. Das sind ja doch die Übercomputer schlechthin. Nee, ich habe mit dem Computer auch nur gute Erfahrungen, aber... Das ist eine Steinberg-Software. Naja, die ist ja eigentlich auch gut. Aber ich habe es auf dem Rechner noch nie getestet. Ah, jetzt, okay. Ah, da ist er auch noch. So. So, ich schnipsel mir da jetzt mal einfach ein Stück raus, mit dem ich dann arbeiten werde. Und das... exportiere ich mir. Damit das... die Datei nicht mehr so lang ist. Und nicht. Achso, nee, das ist nicht nötig. Ich mache das anders. Ich markiere nur den Bereich, den ich bearbeiten will. Und dann macht er das auch nur da. Mhm. So. Pitch Shift. Das pitcht das jetzt runter. Ja. Also. Hm. So, wie lange dauert das jetzt wieder? Wieso runterpitchen? 2 Minuten. Wieso dauert das so lange? Ich glaube, ich hab einen zu guten Algorithmus ausgewählt. Moment. Will man mal einen schlechteren Algorithmus aus? Einen Mix fast. So, jetzt müsste es schnell gehen. Okay, jetzt geht's schnell. Ah, oh, das ist ja. Okay. Und wir legen jetzt ja sowieso nicht auf sehr gute Klangqualität Wert, weil wir das ja sowieso als Effekt nutzen. In dem Fall passt das. Okay. Okay. Ja. Etwas zu tief. Pitch Shift. Da habe ich ja nochmal eine Frage zu, und zwar versuchst du mit deinen Tracks irgendwie eine Message rüberzubringen? Also jetzt gerade wenn du jetzt so eine, machst du jetzt gerade Vocals dazu, die eigentlich keinen Inhalt haben, sondern nur Textur sind. Findest du, dass so ein House-Track eine Message haben sollte? Hättest du es eigentlich lieber, dass es ein Mensch eine Message hat, aber du hast vielleicht keine, die du transportieren möchtest damit? Oder? Teilweise will ich schon eine Message damit transportieren. Das aber dann eher auch mit der Namensgebung. Also manchmal auch mit dem Vocal. Zum Beispiel ein Track Here Today Gone Tomorrow. Da hat halt eine Aussage, ein Vocal. Das lässt halt dann auch einige Sachen offen. Der eine Track lässt mehr Sachen offen, der andere weniger. Aber es gibt auch, also zum Beispiel ein Track von mir, Blast, der hat da die Aussage, Abfahrt auf der Tanzfläche. Da gibt's keine andere Aussage. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist eine der Kernaussagen deines Werkes. Jein. Ich versuche zwar immer Tanzflächen orientiert zu machen, weil ich ja Tanzmusik mache und nicht Listening-Musik. Ja. Was war die Frage? Ich bin zufrieden. Okay, dann gehen wir weiter mit dem Vocal, ne? Genau, ich bin nämlich da gerade im Vocal noch ein bisschen drin. So. Ja, ich mache jetzt Folgendes. Ich dupliziere die Spur. Die Message von vereinigen Newporn-Samples rüber. Oh.